glaube ich, hier dann erstmal nichts. Ja, warten wir kurz. Die ganzen Sachen sollten hier hoffentlich erstmal reichen. So, du wirst hergestellt. Was brauchst du? Du brauchst Orange Stuff. Das ist ein super Name. Orange Stuff und Bauernchips waren's. So. Stell bitte Orange Stuff her. Du brauchst viel mehr Zeug. Du brauchst Conductive Wire erstmal. Du brauchst ebenfalls Orange Stuff und Copper. Orange Stuff und Copper. Gut, das bekommen wir jetzt. Dann brauchst du das Conductive Wire, was gerade hergestellt wird, eine Engine, Eisenzahnräder und Unicomp in Blockform. Also nimm mal Unicomp in Blockform. Eisenzahnräder waren bei Ditec. Das ist echt ein wüste Sinn und Ehrgeklick hier. Dann brauchten wir noch die. Die Conductive Wire. Das war's dann, glaube ich, auch schon. Wow, ist das schnell. Also die Herstellung von den ganzen Zwischenprodukten sollte ziemlich flott gehen. Das ist okay. Du brauchst orangenes Zeug und weiße Chips. Orangenes Zeug scheint sehr, sehr wichtig zu sein. Muss ich vielleicht ein bisschen boosten. Und weiße Chips. Gut, du brauchst Kupfer und Eisen. Ah, es ist doch mal praktisch. Dump, dump. So, du brauchst orangenes Zeug und Eisen. Eisen. Ich guck mal falsch. Orange Stuff. So. Ich weiß jetzt von vielen Dingen nicht, wofür sie da sind, aber sie scheinen wichtige Subkomponenten zu sein. Das heißt, der nächste Schritt wäre jetzt, mir diese Brain Hugger und was weiß ich nochmal anzugucken. Die hier. Und dann schauen, was ich davon brauche. Noch mehr Sachen, die ich nicht kenne. Eine Biowaffenfabrik. Okay, das heißt, ich klaue mir jetzt einfach mal die Sachen, die wir hergestellt haben. Wow. Und baue eine Biowaffenfabrik. Stell die daneben. Hallo Biowaffenfabrik. Stell bitte für mich hin. Biomasse. Ah, die brauchen... Was? Und recht viele von denen brauchen den Parasiten als Ausgangsstufe. Also man kann quasi den Parasiten in eine Rüstung stecken. Mit einer Submachine Gun und einer Combat Armor, dann geht er los. Okay, also du scheinst schon mal wichtig zu sein. Das heißt, wir machen jetzt eine Fabrik für dich. Gut, das heißt, du brauchst jetzt eine Kiste und das da. Das kopieren wir gleich, keine Sorge. So, ich brauche ein neues Blueprint für Biowaffenfabriken. Hätte ich auch nie gedacht, dass sowas mal ein Thema sein könnte. Aber gut. So. Du brauchst jetzt Biomasse. Die Quelle des Lebens. Wie kriege ich die Quelle des Lebens? Aus Holz, Dreck und Wasser. Wie kriege ich Dreck? Das klingt jetzt ein wenig komisch. Dreck. Kann von so einem komischen runden Ding, das wie eine Siedlersiedlung aussieht, gebaut werden. Ein Special Drill. Da bauen wir die. Brauchen ganz schön viel Zeug. Ein E2 Mining Drill. Hm. Oh, das Orange. Hier hakt es ein bisschen. Machen wir so und so. Ah, das ist viel besser. Und beschränkt das Orangenzeug mal nicht, weil das ist echt wichtig und wird häufig gebraucht. Und auch hier hätten wir gerne mehr Ärmchen-Power. Und Blau kommt nicht so ganz hinterher. Warum kommst du nicht so ganz hinterher? Weil kein Wasser da ist. Jedenfalls nicht genug. Könnte ein Argument sein, weil ich kein Wasser eingestellt habe, oder? Okay, so. So, bei euch passen nur die richtigen Module rein. Kann ich jetzt mit dem ganzen tollen Zeug, das ich gebaut habe, auch die besseren Module bauen? Hier, Speed plus 25, Energy Consumption plus 60. Produktivität, ja. Also es sind fast die gleichen wie die anderen Module.
Das heißt, ich baue jetzt einfach nur Speed, weil wir haben genug Strom, wenn ich es richtig sehe. Jo. Jo, definitiv. Mach mal derweil hier weiter mit dem Upgraden. Wusch, wusch. Sehr schön. Ja, Inventar ausmisten. Das ist immer so eine Sache. Tu dahin. Die ganzen Kisten können weg, das kann weg. Die Labor können weg. Die Leichen können weg. So, Special Drill. Tu mal Special Drill. Okay, machen wir es weiter mit dem Muster. So, so. Und dann hier den Special Drill. So, und du stehst bitte direkt her. Mit Gott-Modulen. Achso, geht nicht, weil es keine... Ja, mit den Yuki-Modulen hier. Aber ich kann dich boosten mit kleinen Beacons, oder? Ich glaube, das ginge. Also müssen wir die auch wieder bauen. Und zwar so, dass du davon zwei was abbekommen. Du machst gerade Crafting Speed 1,75. Crafting Speed 3,25. Gut. Direkt ist in Arbeit. Das ist sehr gut. Biomasse stellten wir jetzt wo her? In einer Chemical Plant. Oh Gott. Also wir brauchen extra eine eigene Basis eigentlich für die Yuki-Sachen. Also wir bräuchten komplette Schmelzanlagen, Yuki-Gebäude, normale Fabriken, andere Yuki-Fabriken. Alles einmal extra quasi. Also natürlich könnte ich auch die Schmelzsachen mit dem Yuki-Sachen hier mit reinpacken. Aber irgendwas in mir hätte das gerne alles in einem Bereich. So, wir hatten noch mehr von denen. So, so. So, du mach Dreck. Mit Yogi-Modulen. Davon hätten wir gerne mehr. So, so, so. Also brauchen wir jetzt Chemical Plants. Wovon wir hoffentlich auch schon MK2-Versionen haben. Ja, haben wir, da fehlt nur Glas. Okay. Forder Glas an. Zack. So, wo fehlten die ganze Zeit die Yuki-Module? Hier oben, ne? Geht so. Aber na gut, hau sie trotzdem rein. Was? Yuki-Speed-Modul kann nicht benutzt werden in Crusher? Herr? Okay, komisch. Oh, na gut. Ja, Chemical Plant MK2. Das wäre sogar was Sinnvolles, was wir erforschen könnte, was eventuell keine lila Tränke braucht. Richtig, go. So, die kommen dann hier unten irgendwo hin. Weil ich denke, wir werden nicht noch mehr Dreck brauchen, oder? Na, wobei, bei den ganzen Biowaffensachen hier, was übrigens anscheinend nur ein Weg ist, den man gehen kann. Keine Ahnung, was mich zu Biowaffen hinzieht. ja, aber es scheint bei Biowaffen recht viel benutzt zu werden. Also könnten wir ruhig noch mehr davon bauen. Ja, 2500 lila Tränke. Was waren die nächsten Roboter? Die nächsten Roboter waren die blauen, die ich auch schon bauen könnte. Ich drücke mich nur die ganze Zeit da drum, richtig? Richtig. Erforsch mal anderen Krimskrams. So. Gib mir eine Chemical Plant. Also eine von den guten. Flop, da bist du. Okay. Dann machen wir dich mal hier und hoffen wir, dass keine Flüssigkeit gebraucht wird. Lab Efficiency, go. Du, stell bitte Biomasse her. Dafür brauchst du Wasser. Wasser ist doof. Das heißt, wir müssten hier oben oder unten das lang laufen lassen. Nee, weißt du was? Ich setze jetzt lieber woanders hin. Ich lasse es hier hin. Ist nicht unbedingt viel besser, aber gut. Ist viel zu schnell. Go. Bozung. Ich will den Überblick. Ich will den Überblick. Da, zwei Stück. Okay. Wir setzen die einfach hier zwischen.
Dann brauchen wir noch einen neuen Wasserpump-Dingens da. Nochmal zwei, warum auch nicht. Und du stellst jetzt bitte Biomasse her und dein Kollege auch. Dann kriegt ihr jeweils eine Pumpe. Zip und zip. Und die stellen diesmal auch bitte von vornherein Wasser her. So. Und dann bekommt ihr hier noch eine Kiste. Und die fordert dann Dreck an und Holz. Welches Holz? Holzplatten hoffentlich. Ich glaube, es waren Holzplatten. Holzplatten und Yuuki-Dreck. Holzplatten und Yuuki-Dreck. Aber man merkt diesen leichten Unterschied in der Forschgeschwindigkeit, jetzt wo wir das Ganze verdoppelt haben und mit Supermodulen ausgestattet haben. Das geht richtig flott alles. Und den Schulterpanzer wollte ich auch mal testen, jetzt in der hochstufigen Version. Ja, go. So, zip, zip, Shift rechts, Shift links und das Ganze jetzt noch in eine rote Kiste. Alter Schwede. Rote Kiste dahin tun. Was? Als Nebenprodukt kommt Holz raus. Oh Gott, Module. Zack, zack. Ich verdoppel Holz. Ja. Extrem Cheetor-Hex. Und die Ärmchen sind zu langsam. Mach schneller. Ich brauche mehr schnelle Ärmchen. Oh, was fehlt? Titanzeug. Okay, forder mal Titanzeug an. Das sind Titan-Gearwheels und Titan- Bearing Balls? Ne, Titan Bearings, nicht Balls. Da. Bau dann. Davon ganz viele. Genau. Also, wir haben Biomasse. Wir haben Holzproblem. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das jetzt lösen will. Jetzt haben wir es genau oben wie bei der Schlacke. Irgendwann wird hier drin nur noch Holz liegen, weil es nirgendwo angefordert wird. Vor allem, weil wir auch mehr Holz rausbekommen, als wir reinstecken. Also bräuchten wir jetzt auch keine Holzfarm, wir bräuchten kein gar nichts. Apropos Holzfarm, hatte ich hier nicht mal... Wo kriegen wir gerade unser Holz her? Ach, wir replizieren es. Okay. Personal Laser... Das ist schon der Beste? Nee. Hier. Personal Laser, blubdiwub. Achso, das ist ein anderer. Na gut, den haben wir mal forschen. Also wir replizieren die Holzplatten. Das heißt, wir haben später ganz viel Holz im System, was nicht umgewurschtelt wird. Weiter. Das heißt, wir müssten theoretisch eine Anlage nehmen, die Holz anfordert und es vernichtet. Da wir das ähnliches Problem haben wie da hinten. Aber das ist ein Problem für Zukunfts-Gerogon. Gegenwarts-Gerogon will Brain-Hacker bauen. Die da. Dafür bräuchten wir noch Combat-Training-Unit. Wo kriegen wir Combat-Training-Units her? Da. Die werden hergestellt in einer anderen Fabrik. Die vier runde Dinger hat auf der rechten Seite und drei runde Dinger auf der linken. Das da? Himmelswirren. So. War Material, vielleicht. Mach War Material. Nein. Okay, war ein Versuch wert. Ammunition? Das hört sich nicht nach Munition an. Nein. ich hab halt alles. Nee, warte mal hier, Komponenten, das könnte sein, oder? Go. Komponenten macht sogar Sinn. Sieht aber vollkommen anders aus als auf dem Bild. Stell bitte die da her, dafür brauchst du nur Chips. Oh, das klingt gut. Mach so und so. Du forderst an die MK-Chips von Yuuki. Da. Brup, 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 brup. Du hast keinen Slot für... Ach, das... Wie geil... Sehr cool gemacht. Sehr, sehr cool gemacht. Sowas mag ich. Schick. Wir haben keinen Slot für Module. Also weiter für die normalen Module, noch dritte Göttermodule, noch Hiyoki-Module. Wir könnten allerdings hier Superbeacons benutzen. Ich
bin ziemlich sicher, dass es nicht im Sinne des Mod-Autos ist, dass man diese Supermodule, die Superbeacons hier spammt bei sowas. Aber wir haben durch das Mod-Paket eh schon so viel kaputt gemacht an Balancing. Das wird dann keinen Unterschied mehr machen. Gut, also die kommen. Die beschränke ich auch mal nur so halb. Das heißt, jetzt können wir Brain Parasites bauen. Und das machen wir doch auch mal. Das heißt, du forderst jetzt Training an. Mach, hier sind sie wieder zusammengefasst, ne? Ja. Das verwirrt mich bei den meisten Mods. Aber sie haben in den Herstellungstab, also hier, gibt es aber diesen Tab, den Profit from War Tab. Was mich damals schon hätte darauf bringen sollen, dass es nur zum Geldmachen ist und nicht um wirklich Aliens zu töten. Go. Also hier gibt es diesen Tab, aber wenn ich den hier suche, gibt es den nicht. Und das ist jetzt nicht ein Fehler von Yoki an sich. Das ist ein, es muss irgendeine Beschränkung sein von dem Vanilla-Spiel mit den Tabs, weil das hat fast jeder Mod. Diesen Fehler in Anführungszeichen. Fragezeichen? Ja, doch, Fragezeichen. Da bist du drin. 2500 davon und Biomasse. So, und, wo ist er? Wo ist unser erster Facehacker? Implanted for Controlling Behavior. Die werden wir jetzt nicht in der Welt setzen können, da bin ich mir relativ sicher. Also wir können sie setzen, aber sie machen nichts. Genau, und die müssen wir jetzt irgendwie auf einem anderen Planeten bekommen. Oder sie in irgendwas reinsetzen, damit sie noch zerstörerischer sind. Das werde ich mir in der nächsten Folge angucken. Also es ist soweit schon mal als Grundlage das hier geschaffen worden. Hat jetzt ein bisschen gedauert, also eine halbe Stunde oder was. Aber dafür haben wir ein solides Grundgerüst, würde ich sagen, unsere Biowaffenproduktion richtig schön in Schwung zu geben. Also sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.